fährst einen Porsche 911 Turbo 3,6, einen der bekanntesten Sportwagen der Welt. Also mach dich auf echte Muscle-Car-Monster gefasst. Okay. Also sind wir gleich in dem Event. Weil gerade fahre ich eine Dodge Viper. Gegen starke Muscle Cars an, aber immer noch in einem Porsche. Also pass gut auf und vermeide Kollisionen, so gut es eben geht. Mein Flugzeug. Erreiche die Top 3. Richtig. Und ich war sowas. Na gut. Jetzt soll ich Power haben. Glück. Hey. Egal, ja. Die sind ja nur im Rahmen hier und das ist ein NPCs. Das gleiche wie einmal. Die NPCs müssen in solchen Kurven nicht bremsen. Ey, geh weg. Wir müssen eigentlich bremsen. Selbst wenn ich jetzt die Ideallinie gefahren wäre, ich wäre nicht so rumgekommen, nie im Leben. Oder vielleicht doch? Nee. Das ist jetzt noch schneller. War ja auch gerade nicht die schnellste Karre. Die Affen müssen einfach in die Bremsen.
kriegt das wahrscheinlich zu viel. Das könnte auch sein. So einfach. Als wir drei hätte easy geschafft, aber das zu gewinnen war, ist echt nicht einfach. Gemacht. Und jetzt auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Du weißt doch, dass Porsches in Stuttgart gefertigt werden, oder? Mhm. Weißt du, was das Autofahren in Deutschland so besonders macht? Ja, Autobahn ohne Tempolimit. Also haben wir dich mit einem PS-Monster für Hawaii's Highway ausgestattet. Also fahre schnell und unfallfrei. Und 11 Freeway. Okay. Ich bin gespannt. Alter. Okay. Geht hier eins. Darf ich hier lang fahren? Offensichtlich. Und der hat noch mal geschaltet? Sehr lange Übersetzung.
Yay. Gemacht. Und jetzt auf zum nächsten Event. Nachdem du Porsche schon auf und abseits der Straße ausprobiert hast, bleibt noch ein Ort. Die Luft. Es gibt auch Porsche-Motoren für Flugzeuge. Auf der Rennstrecke glänzen der 911er und seine Technik so richtig. Wir haben den eigens für den Rennsport entwickelten GT3 Cup bekommen. Einen der schnellsten Porsche, die es je gab. Okay, oder auch nicht. Denk dran, bei der Playlist ist sauberes Fahren angesagt. Ja, ja. Ging ja bis jetzt einigermaßen mit dem sauberen Fahren. Ein UFO. Ist sich diese 24 Stunden von den Bohrfahrzeugen? Nee, Quatsch, die sehen doch anders aus. Ne? Das sind Porsche-Kraftfahrzeuge, oder? Ja, geht ja da ab, klar, logisch. Aua, Alter! Kann man ja so sauber fahren, wie man will. Wenn die einen hinten reinrammen, dann hast du echt verloren. Oh, Alter, selbst die crashen so heftig rum. Schauen wir uns ein bisschen voranzukommen. Zwar mega Schaden genommen, aber ist mir egal jetzt. Weiß man nicht, was passiert, wenn es auf Null ist, aber egal. Das ist noch nicht passiert. Boah. Sauber umgekommen. Du bist ein Naturtalent. Ja, sagen Sie mal. Wow. Das sieht doch gut aus.
Yay. Welten schneller gewesen als die anderen. Gut gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Wie viel sind das insgesamt? Ein Porsche Cup? Oh, kommt schon letzte. Lol. Das letzte Rennen in unserer Porsche Playlist. Wie gesagt wurde. Nachdem du so viele Porsches gefahren bist, hast du sicher ein Gefühl dafür entwickelt. Jetzt geht's zum Diamond Head. Da warten schon Leute auf dich. Ich glaube, du hast Eindruck auf einige der Porsche-Größen gemacht. Jetzt steht der Bumper. Schon ein Tunnel, ey. Die Begegnung wird hart. Mach dich bereit. Ich kann auch geradeaus durchfahren, Mensch. Was ist das hier? Der letzte Rennen. Porsche 911 Carrera. Was RS? Willkommen. Schön, dass du da bist. Sieht aus wie ich. Das ist Jake. Er ist hier unser Testfahrer. Lust auf einen kleinen Showdown? Das ist dein Auto. Mach dir diesmal keine Sorgen wegen Kratzern. Fahr einfach so, wie es dir gefällt. Was hat er gemacht? Startschwierigkeiten? Verschaltet? Habe ich Schwierigkeiten gehabt? Boah, was ist für eine Strecke hier? Alter. Der kann überall durchbrettern und verliert keine Geschwindigkeit, oder was? Oh, ich komm ran. Ach ja, die müssen nicht bremsen. Obwohl, die hat gebremst. Okay. Ja, genau, natürlich kommt er da so durch. Wenn nicht, der wieder 500 Meter rutsche.
Ich rutsche komplett aus der Bahn, ey. Ich brauche halt die Linie, du bremst, rutsche raus. Die fahren halt wie auf Schienen. Muss ich jetzt mal so langsam holen, Alter. Kann da bitte auch mal Fehler machen? Boah, der wird immer... Der kommt immer weiter weg. Was ist jetzt los? Ah, ist vorbei. Ich habe ihn nicht mehr. Der ist viel zu weit weg. Plötzlich ist er mega schnell geworden, der Typ. Komm nicht näher ran. Der bremst sogar. Der verspottet mich. Er konnte so durchbrettern, ich finde das so unfair. Hund! Sauberes Fahren ist vorbei.
Haha. Ui, das war gar nicht so einfach. Level up.